Meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu Factorio. So, also die Raketensteuereinheiten laufen jetzt doch ganz gut, wie es ausschaut. Also es ist halt natürlich zu wenig, um dauerhaft produzieren zu können, aber egal. Mehr ist halt hier so nicht rauszuholen. Ja, da ist ja schon wieder eine Rakete gestartet. Perfekt. So, up, das wollte ich eigentlich nicht. Danke, wir brauchen hier keine Satelliten zu nehmen. Aber wir lassen die hier mal noch weg und dann geht's wieder an ICBMs. Könnte das auch mit einem Balancer irgendwie vermischen, dass du immer einmal das reinpackt. Ja, das war von denen so wenig, aber ein bisschen ärgerlich. Aber irgendwo ist halt immer der Flaschenhals, ne? So, die Artilleriegranaten hier haben wir auch nicht wegbekommen. So viele Ziele können wir gar nicht bombardieren, vor allem weil keine mehr da sind, weil einfach alles weggenuked ist. Also, und das Schöne ist auch, also auch wenn sie... Warte mal. Ne, die hinterlassen gar keine Flecken. Im Gegensatz zu den kleinen Atomraketen, die hier überall diese schwarzen Flecken hinterlassen. Also man sieht ja, die haben sich ziemlich auslassen. Aber die ICBMs sind ganz entspannt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Reaktorkomplexe. Mit jeweils 464 Megawatt. Da kommt schon was zusammen. Junge. Hier läuft alles. Jo. Also wir haben hier nicht mehr wirklich was zu tun. Momentan. Das Einzige, was man machen könnte, wäre dann der Aufbau von neuen Produktionsanlagen irgendwo. Und zum Beispiel Raketensteuereinheiten importieren. Hat aber das Problem, dass wir für Raketensteuereinheiten sehr viel Zeug brauchen. Man Tempomodul, Prozessor. Prozessor... Schaltkreise, erweiterter Schaltkreis, Schwefelsäure für das Tempomodul. Gut, das ist nicht so tragisch, auch ein Schaltkreis. Eigentlich sind die Raketensteuereinheiten gar nicht so extremst teuer. Auch interessant, also die könnte man durchaus in... Wow, die gehen hier schnell zur Neige. Man könnte die hier durchaus schneller produzieren, leichter produzieren. So, wir kicken das hier mal. Die da hinten kriegen jetzt nichts mehr, die sollen ihre eigenen machen. Vor allem, das geht hier nur da hoch. Ja, das wird nur da oben angeschlossen, die sollen ihre eigenen Prozessoren machen. Was braucht man? Man muss Schwefelsäure rankarren. Man braucht Eisen und Kupfer für die ganzen Schaltkreise. Man muss Plastik ranschaffen für die hier. Was könnte man vielleicht machen? Wie kann man eine simple oder eine relativ einfach skalierbare und aufbaubare Produktion für Raketensteuereinheiten realisieren? Mal sehen. Man braucht dafür auch nur 15 Eisen, 32,5 Kupfer, ein bisschen Plastik und einen Prozessor. Und natürlich Schwefelsäure. Auch nur Schwefelsäure? Ne, Plastik ist ja damit drin. Plastik braucht natürlich auch wieder Öl. Aber das lässt sich alles machen. Man muss nur ausrechnen, wie viel man wovon braucht. Läuft die Aufnahme eigentlich? Okay, ja, die Aufnahme ist gelaufen. War ein bisschen verwirrt, weil das Zeichen rechts unten nicht war. Ich weiß gar nicht, ob ihr das eigentlich sehen könnt. So, und ich habe jetzt mal... auch schnell mal ausgerechnet für die Produktion, die wir da unten aufgebaut haben, um die konstant versorgen zu können,
Und um damit 75 Raketensteuereinheiten pro Minute rauszuballern, brauchen wir einiges. Wir können ja das mal... Okay, das ist noch nicht skalierbar dann. Das ist scheiße. Das ist nur mal das, was wir jetzt hier haben. Aber wir brauchen auf jeden Fall 30 Assembler für die Raketensteuereinheiten, wir brauchen 10 weitere für die Prozessoren, 15 für die Speed-Module. Haben wir 15, damit können wir mal unsere Dings hier, unsere Produktion hier vergleichen. Sind das 15? Es sind 16, na bitte, eins mehr. Deswegen machen wir auch ein bisschen Plus manchmal, je nach ja, Ressourcen. Wir brauchen für die Prozessoren 10, da haben wir hier leicht Overkill mit 44. Die allerdings gerade ziemlich schwach auf der Brust sind. Oh, wir haben kein Flüssiggas mehr. Warum haben wir kein Flüssiggas mehr? What is happening? Weil das die von hier abzapfen aus dieser anderen Raffinerie. Ach, aber wir haben doch eine Pipeline hier runtergelegt mit dem anderen. Das ist doch das hier. Oh, und wir sind tatsächlich leer. Warum sind wir leer? Weil wir die meisten hier produzieren. Scheiße. Wir haben zu viel Schweröl. Zumindest hier drinnen. Das sehen die da wahrscheinlich anders, oder? Nee, die haben auch ein bisschen Probleme, das wegzukriegen. Schweröl ist ziemlich voll. Leichtöl ebenfalls. Also müssten die hier auch volle Kanne produzieren, das tun sie auch. Was ist ein bisschen zu langsam? Bringen wir die hier rein? Ja. Schauen wir mal, überall wo die reingehen, packen wir die auch rein. Und da fällt mir gerade ein, ich habe den letzten Parts vergessen, hier wo welche reinzupacken. Das werden wir dann auch gleich nachholen. So. Statt 150%, 200%. Komm, gibt's ein bisschen Gas da. Wir brauchen mehr Flüssiggas. Weil es ist einiges da. Also leer sind die jetzt nicht. Aber möglicherweise reicht der Druck nicht. Die Pumpe hier gibt ihr Bestes. Wir müssen hier vielleicht noch eine weitere Pumpe bauen. Und dann sagen wir, wir machen das hier hin. Ja. So, du kümmerst dich darum. Und diese Pumpe kümmert sich um den Rest da drüben. So, jetzt ist der Fluss hier ein bisschen in die Knie gegangen, weil die hier gerade wieder vollfüllen muss. Aber die haben hier zwei unterschiedliche Tanks zur Verfügung, von daher... Komm schon, pump halt! Ach Gott. Warum pumpt die hier Vollgas und die nicht? Die hat ja kaum was drinnen und die andere... Oh no. Schon wieder Käfer unterwegs. Dong, jawohl. Das geschieht dir recht, du Penner. Das geschieht dir recht. Komm, wo bleibt der nächste Zug? Komm, wo bleibt der nächste Zug? Jetzt weiß er nicht, was er machen soll. Jetzt ist er verwirrt. Ja, schön campen hier im Kreisverkehr, gell? Einfach campen. Penner. So, schaffst du das jetzt? Die hier hat 1000 zur Verfügung im Tank und die hier hat einen relativ leeren Tank. Ich meine, okay, hier ist ein Zulauf und hier ist ein Zulauf. Das kommt von da unten. Das ist eigentlich auch... Mann. Okay, die strugglen wenigstens nicht hier. Also das ist zumindest schon mal ein positives. Also sie können ruhig darüber pumpen. So, wo waren wir stehen geblieben? Jetzt haben wir den Faden verloren.
Ah ja, genau, warum hier nämlich hier immer weniger ankommt, weil zu wenig Plastik da war und oh, geht schon wieder los. Bam. Halt bitte nicht auf unsere Bahn. Ah, da haben sie sich wieder hingesetzt, da trauen sie sich her. Achso, das ist da weit weg von unserer Artillerie, okay. Wow. Respekt. Das sind schon mal immer drei Raketen pro ICBM, die wir hochschießen. So, aber... So, die mache ich jetzt wieder. Okay, da geht jetzt wieder was weiter. Das ist die vierte. Bam. Da ist ein kurzes Schlachtfeld hier, aber das vergeht wieder. So, back to business. Wir haben haufenweise Prozessorproduktion, die wir so gar nicht bräuchten. Wir bräuchten nur 0,2 Chemiefabriken jedoch für die Schwefelsäure und 0,4 für Schwefel selber. 42 für die Kollegen hier, was schon mal zeigt, dass wir da viel zu unterdimensioniert sind, weil wir haben hier 56 minus die 8 da drinnen sind 48 und wir bräuchten 42 allein für die Speed-Module und die Prozessoren. Nachdem hier die Prozessorproduktion ein bisschen eskaliert ist, zeigt er schon, dass die hier nicht ausreichend sind. Also von denen brauchen wir eigentlich noch einen zweiten Komplex irgendwo. 8,8 Chemiefabriken für Plastik. 17,5 Miner für Kohle. Da ist aber keine Produktivität noch mit eingerechnet, die was sie mittlerweile schon haben. Was haben die eigentlich? Bonus. 70%, Junge, okay. Dann doch nicht 17, sondern mehr so 8 wahrscheinlich. 7, 8 meiner. 19,5 für Schaltkreise. 78,2 Öfen. Nochmal 97,8 meiner für Eisen. 36 Maschinen für Kupferdrähte, 145 Öfen für Kupfer, 181 Miner für das Kupfer selber, bist du wahnsinnig. 9,5 Maschinen für das Schweröl, oder Gott, das ist generell die Ölverarbeitung einfach, oder 0,3 Pumpen für Wasser. Okay, das ist interessant. Ist die Frage, bringen wir damit eine vernünftige Fertigung zusammen? Zum Beispiel, ist das immer 2:3 für die Dings, für die Schaltkreise? Ich glaube nicht. Weil wir haben 19,5 Maschinen für die Schaltkreise und brauchen 36,3 für die Drähte. Gut, okay, die Drähte gehen aber nicht nur für die normalen Schaltkreise drauf, sondern auch für die erweiterten. Wenn wir sagen, wir machen 20, dann brauchen wir 30, also kann ich meinen Kopf rechnen, dann brauchen wir 30 Maschinen für die Drähte und ich glaube 6 Maschinen für 42 erweiterte Schaltkreise sind nicht ausreichend, oder? Wir haben hier 8, gut, die sind auch genug auf jeden Fall. 8 für 48. Naja, okay, könnte vielleicht in etwa hinkommen. Aber, okay, also das mit den Schaltkreisen geht sogar. Die Frage ist nur, wo baut man sowas hin? Na, da unten haben wir Platz. Hier ist jede Menge Platz, da können wir das hinknallen. Okay, dann treffe ich mal die Vorbereitungen und im nächsten Part schauen wir mal, ob wir diese Produktion einfach errichten könnten. Und vielleicht sogar als Bauplan einfach verwenden.
Müssen wir nur noch irgendwie die Raketensteuereinheiten da herbekommen. In diesen Haufen Spaghetti. Ah, okay, jetzt haben wir genug. Oh, was wir machen können. Bevorzugter Ausgang rechts und auch hier rechts. Haben wir jetzt alles da rein marschiert, was geht, und nur das Überschüssige da weiter marschiert. Noch bei ihm hier bitte rechts. Und dann bleibt wahrscheinlich nichts mehr übrig. Gut, dann sammeln wir mal zusammen Module, die wir nicht haben. Scheiße. Wir brauchen Montagemaschinen, und zwar in gewaltigen Mengen. So, wir brauchen mal 30 allein für die Raketensteuereinheiten. Nochmal 10 für die Prozessoren, da scheitert es eh schon an dem Tempomodule. Wir haben auch keine Produktivitätsmodule mehr hier. Wir behalten uns die mal. Weil die brauchen wir. Also weitere 10 Stück. So, Prozessoren. 15 für die Speed-Module. Hoppla. Jetzt wird es interessant. 42 für die erweiterten Schaltkreise. Das wird jetzt spannend. 42 mal 4, das ist viel. Also irgendwie um die 200 oder sowas brauchen wir da. Ah, wir könnten vielleicht von oben welche holen. Da haben wir sicher noch was auf Lager. So, no, haben wir nicht. Die sind hier vollkommen ausgelastet. Fuck. Gut, doch wieder zurück. Die gelbe Forschung staut sich schon bis hierher zurück. Spannend. Plastik ist hier dennoch Mangelware. Ist ja so grad ausreichend scheinbar für die Leichtbauteile. Oh. Ja, hier mangelt es auch an Flüssiggas. That's why. Weil das hier an der, die andere Seite von dieser Pumpe ist, die nicht richtig liefert. Die liefert trotzdem nicht mehr, obwohl alles eigentlich hier rüber müsste. Das ist auch strange. Warum liefert die so wenig? Müssen wir die da direkt dran bauen, damit die vernünftig liefern kann? Oder so bauen? Ich weiß es nicht. Ah, jetzt. Okay, jetzt liefert sie besser. Mal schauen, ob es. Okay, jetzt schafft sie es. Okay, merke, die Pumpe möglichst nah an den Tank setzen. Also ein Space dazwischen geht, zwei. Okay, der hat schon wieder alles weggepumpt. Oder auch nicht. Also. Gut, vergesst es. Andere Idee. Wir können das so machen. Mal schauen, ob sie jetzt den Fluss halten kann. Ja, jetzt hält sie ihn besser. Zumindest solange noch was im Tank ist. Gut, okay. Damit ist die Plastikproduktion da oben hoffentlich auch wieder in Butter. Ah ja, da unten war es wohl vorher, oder? Nee.
Ja, bitte halt nicht auf unsere Basis, wenn dann geht, ja. So, wie viele haben wir jetzt hier? Okay. Was haben wir gesagt? Wir brauchen 42. 10, 20, 30, 40, 42. Nochmal 1, 2, 3, 4. Also nochmal 20 und dann nochmal 37. Aber Freunde, das war es wieder für diesen Part. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao! Nuclear launch detected. Nuclear launch detected.